meine Lieben, Steffi hier. Es geht in diesem Video um die Frage, bist du gut genug? Schluck Espresso. Was ich in meiner Praxis oft erlebe, ist, dass Klientinnen, überwiegend Frauen, einfach ganz, ganz oft unsicher sind, ob sie gut genug sind. Gut genug für den Job, gut genug als Mutter, gut genug als Partnerin, gut genug als Freundin, gut genug als Mensch. In allen Bereichen gut genug. Das ist so eine Frage, ich weiß nicht, wo die herkommt und wo wir Frauen das, wo wir Frauen diese Frage lernen. Aber was ich erlebe, ist, dass ganz, ganz, ganz viele Frauen diese Frage kennen und sich immer wieder fragen. Der Unterschied zwischen Männern und Frauen in dem Kontext ist, dass Männer ihre Bestätigung und ihren Selbstwert ganz oft aus sich selber ziehen. Also da wird dann, Entschuldigung, aber gerade so eine kleine Biene, da wird, da war noch meine, da wird dem kleinen Jungen gesagt, ach, brauchst keine Angst haben, du bist ja schon groß. Meine Interpretation, und das ist auch erwiesen, ist, dass Männer ihren Selbstwert und ihr Selbstbewusstsein und ihre Stärke oft aus sich selber ziehen können. Wir haben Angst in Situationen oder sind unsicher, aber dann kommt dieses, ich bin ja schon groß und ich kann das ja. Wir gehen auch Studien zufolge realistischer in Situationen. Also wenn ein Mann im Vorstellungsgespräch ist und sich danach einschätzen soll, wie gut war er denn, dann hat er die Fähigkeit, sich realistisch mit den potenziellen anderen Teilnehmern zu vergleichen und daraus zu schlussfolgern, war ich gut, war ich nicht so gut, wo in dem Feld kann ich mich einordnen. Bei Frauen ist die Sache eine ganz andere. Frauen ziehen ihr Selbstbewusstsein und ihre Selbstbestärkung oft aus der Umgebung. Wie reagieren andere auf mich? Reagieren die positiv, dann bin ich bestärkt. Reagieren die negativ, dann bin ich natürlich irritiert. Reagieren die überhaupt nicht, das verängstigt im Zweifel wahrscheinlich auch eher, als dass es... Der Kreis ist so eine kleine Obstfliege. Genau, also keine Reaktion des Umfelds ist auch eher was, was Frauen verunsichert, als dass es bestärkt. Von daher ist quasi der Mechanismus als Frau oft der, okay, ich mache was und dann gucke ich, was mein Umfeld dazu sagt und wie die Reaktionen sind. Und erst dann weiß ich, war ich gut genug. Als wenn wir das quasi selber nicht so richtig gut einschätzen können. Und Studien zufolge ist das auch tatsächlich so. Also Studien zufolge können Frauen ihre Leistungen in einem Bewerbungsgespräch, das ist die gleiche Studie wie mit den Männern vorhin, nicht realistisch einschätzen. Frauen vergleichen sich nämlich nicht mit der Konkurrenz, wie das die Männer tun. Frauen vergleichen sich mit ihrem imaginären Bild der perfekten Bewerberin. Und dass diesem Bild, dass man diesem Bild nicht standhalten kann, selbst wenn man alles versuchen würde, das ist klar, ne? Also wir Frauen neigen wirklich dazu, uns nicht mit einer realistischen Konkurrenz zu vergleichen, sondern in unserem Kopf ein Bild zu kreieren von der perfekten Superfrau, die alles kann, keine Ahnung. Und da kann man dann nur abspringen. Ich glaube, das kennt auch jeder. Also jeder, der, ne, das kennt, glaube ich, wirklich jeder. Und ich denke mir so, das muss aufhören. Das ist nicht gut. Ich glaube, das bringt keine Punkte niemandem. Also, was ich mir überlegt habe, und das habe ich auch schon, das trainiere ich schon sehr, sehr lange und ist mittlerweile auch eine Frage in meinem Buch geworden. Und die Frage lautet, was habe ich heute gut gemacht? Und da gibt es für jeden andere Sachen, die da als Antwort kommen können. Also beispielsweise, hast du eine Aufgabe auf der Arbeit stressfrei erledigt oder schnell erledigt? Oder du hast Sachen, die du dir vorgenommen hast für den heutigen Tag gemacht, und hast sie entsprechend einfach gut gemacht. Oder vielleicht warst du auch einfach nur mal den ganzen Tag auf der Couch gelegen und dann hast du das gut gemacht. Die Frage zielt darauf ab, dass die Bestätigung von außen unwichtiger wird nach und nach, weil man sich immer wieder selber bestätigt. Weil ich immer wieder sage, okay, das habe ich gut gemacht, das habe ich gut gemacht und das habe ich gut gemacht, lernt mein Unterbewusstsein in stressigen Situationen, wo ich mich dann umgucke und denke, oh, okay, und jetzt brauche ich Feedback, damit ich weiß, dass ich das gut gemacht habe. Da lernt mein Unterbewusstsein, Moment, kann ich mir selber geben. Und der nächste Gedanke ist dann, nee, das habe ich einfach gut gemacht. Na, das kann man sich dann einfach selber sagen. Du kannst dir dann selber bestätigen, dass du in bestimmten Situationen was gut gemacht hast und entsprechend brauchst du weniger Bestätigung von außen. Also wenn du dich das nächste Mal fragst, ob du irgendwas gut gemacht hast, dann such die Antwort bei dir selbst. Und im Zweifel hast du das so gut gemacht, wie du konntest und beim nächsten Mal machst du es noch besser. Punkt. Wenn du das hast, dann beantworte doch diese Frage einfach die nächsten Tage für dich. Was habe ich heute gut gemacht? Und das kann alles sein. Und guck, was passiert. Guck, was sich verändert. Oder guck, ob du selbstbewusster wirst.
Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Mach's gut. Tschüss.